mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir jetzt diesen Studienkreis fortsetzen können und wir laden dich ein, dass du bitte anwesend bist, dass du uns segnest, dass du uns begnadigst, dass du uns bitte alle unsere Sünden und unsere Fehler verzeihst und uns hilfst, dass wir näher zu dir kommen, dass wir deine Wege verstehen, dass wir deinen Erlösungsplan verstehen, dass wir den Segen erhalten, den du uns jetzt heute Morgen hier geben möchtest und dass wir näher zu dir finden. Bitte hilf mir, alles so klar wie möglich darzulegen. Bitte erinnere mich an alle Punkte. Gib mir Freimütigkeit in der Verkündigung und ich bitte dich, dass du meinen Geschwistern einen reichen Segen hinterlässt, dass sie gefestigt werden in deiner Wahrheit und besser verstehen, was du mit uns allen vorhast. So legen wir das in deine Hände und wir danken dir jetzt schon für den empfangenen Segen. In Jesu Christi Namen bitten und danken wir es. Amen. Okay, also, dann erstmal willkommen zurück. Und letztes Mal haben wir uns das Gleichnis der zehn Jungfrauen unter anderem angeschaut. Nicht nur letztes Mal, sondern auch davor. Wir haben zwei Vorträge darüber gemacht. Wir haben gesehen, dass hier am 11. August 1840 sind die Jungfrauen losgegangen oder ausgezogen. Und nämlich dort, als es diese große Reformation unter der ersten Engelsbotschaft gab, das war ja dann am 11. August 1840, wo die Botschaft dann durch die Erfüllung der Vorhersage von Josiah Litch, wie Ellen White gesagt hat, dann zu jeder Missionsstation auf der gesamten Welt getragen worden ist. Und es gab ein so großes religiöses Interesse, wie es seit den Tagen von Luther nicht mehr gab. Also das war dann diese große Reformation, diese weltweite Reformation. Das war ja auch, wo der Engel aus Offenbarung 10 mit dem kleinen Büchlein runterkam und einen Fuß auf das Meer und den anderen Fuß auf die Erde stellte, was Ellen White auch beschrieben hat als diese weltweite Verkündigung dann. Und hier sind also die Jungfrauen losgegangen. Hier am 19. April sind die Jungfrauen dann aber eingeschlafen, als sie diese erste Enttäuschung hatten, wo der Bräutigam sich scheinbar verzögert hatte. Nämlich als sie hier dachten, dass der Bräutigam schon hier kommen würde, aber er kam ja nicht. Aufgrund des Rechenfehlers, den sie gemacht haben, beziehungsweise weil sie einfach den falschen Startpunkt in ihrer Berechnung genommen haben. Und dann sind die Jungfrauen hier eingeschlafen, haben wir gesehen. Und am Mitternachtsruf sind sie dann aufgewacht. Und am 22. Oktober kam deine Bräutigam. Und dann haben wir gesehen, wenn wir nochmal in unseren Bibeln zu Matthäus 25 gehen, Matthäus 25, das ist ja das Gleichnis der zehn Jungfrauen, und dann Vers 10 lesen, Matthäus 25, Vers 10, da sagt die Bibel Folgendes: Während sie aber hingingen, also die törichten Jungfrauen jetzt, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Also hier sehen wir dann, als der Bräutigam kam am 22. Oktober, gab es dann auch eine verschlossene Tür. Also es soll eine Tür sein, und die ist jetzt verschlossen. Okay, und das war für all diejenigen, haben wir dann gelesen, für all diejenigen, die hier in dieser Zeit entweder die Möglichkeit gehabt hätten, das Licht zu empfangen, aber sie es sofort abgelehnt haben, als das Licht an sie herangetragen worden ist. Die hatten dann noch die Möglichkeit, bis hierhin das Licht doch noch anzunehmen, aber hier gab es dann eine geschlossene Tür für sie. Und es war auch eine geschlossene Tür für diejenigen, die hier das Licht empfangen haben und es dann auch erstmal angenommen haben, gesagt haben, ja, das ist von Gott. Und dann bis hierhin durchgegangen sind, aber hier bei diesem Test dann weggefallen sind und gesagt haben, oh, das war doch alles nicht von Gott gewesen. Es war doch von Menschen oder von Satan gewesen. Ja, die hatten dann auch hier eine verschlossene Tür. Deswegen, es gab welche, die also am Leben waren, aber die bereits schon ihre Gnadentür zugemacht haben und Christus auch die Tür über sie verschließen musste deswegen. Also, wenn wir denken, dass das irgendwie etwas
unmöglich es ist, dass man im Leben sein kann und die Gnadentür schon zu sein kann, dann kann man sehen, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es in der Vergangenheit das schon gab und es letztendlich hier am 22. Oktober eine ganze Gruppe von Leuten gab, die an der Bewegung hier teilgenommen haben oder hätten teilnehmen können und dann hier eine verschlossene Tür hatten. Und wir haben auch gesehen, auch sie hat das dann parallel gesetzt, unter anderem auch mit der Zeit von Jesus, dass es dort auch eine verschlossene Tür gab. Zum Beispiel nach der zweiten Tempelreinigung sagt sie, als Jesus gesagt hat, euer Haus ist euch wüst hinterlassen, das war auch eine verschlossene Tür, wie Elmer sagte. Folglich auch für all die Juden, die hier das Licht hätten haben können oder gehabt haben und es dann verworfen haben, für die gab es auch hier eine verschlossene Tür. Aber natürlich für diejenigen, die hier in diesen beiden Illustrationen das Licht noch nicht bekommen haben, für die war noch immer eine offene Tür da. Und natürlich auch für diejenigen, die das Licht hier empfangen haben und dann hier treu geblieben sind in diesem Test. Okay, also wir sehen, also hier an dieser Wegmarke gibt es dann immer diese verschlossene Tür. Das ist ja auch der dritte Schritt, das ist das Gericht. Ja, wir wissen, der Heilige Geist überführt dich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dritter Schritt ist immer Gericht. Ja, und das sind ja auch die drei Engelsbotschaften, die dann kamen. Und hier begann der Dienst oder der Test der dritten Engelsbotschaft am 22. Oktober, wo dann letztendlich das Gericht stattfand. Hier fand dieses Gericht statt, auch über Christus unter anderem. In der Mose-Linie war es dann auch das Gericht über Ägypten und eigentlich über alle war ja das Gericht, nur die einen waren geschützt, die anderen nicht geschützt. Mit dem Passafest, und das ist ja eine Parallele hierzu. Deswegen, wir sehen hier folglich aus den vergangenen Linien Mose, Jesu und Miller, haben wir jeweils eine geschlossene Tür hier am Ende, deswegen folglich ist dann auch hier am Ende der Reformlinie für diese Bewegung, gibt es eine geschlossene Tür. Und das haben wir uns ja angeschaut, also das ist die Linie von Jesus, das von Miller, und das ist die Bewegung. Und die nächste Linie wäre ja dann die Linie der Adventgemeinde, der SDA. Und das haben wir uns ja auch angeschaut, okay. Und das ist jetzt vielleicht mal eine Aufgabe für euch, die ihr zuschaut. Sagt mir bitte die Wegmarken der Linie der SDA. Womit fängt sie an? Und dann sagt mir bitte die Wegmarken ein nach dem anderen. Obwohl bei einer Wegmarke da kann ich euch auch nicht genau sagen, wie sie heißt. Da haben wir dir noch keinen bestimmten Namen gegeben. Deswegen, die könnt ihr ruhig auslassen. Aber das wäre diese mittlere Wegmarke. Aber die anderen, die könnt ihr euch nennen. Die solltet ihr, wenn ihr fleißig studiert habt, dann euch dran erinnern. Okay, weg. 2014. Ja, 2014 beginnt's, ne? Okay. Und dann weiter? Mitternachtsruf. Ah ja, okay. Und weiter? Ziviles Sonntagsgesetz. Ziviles Sonntagsgesetz, ich weiß noch, Louis hat das damals sehr gut verstanden. In der Klasse, die wir gemacht haben, wir haben ja gesehen, diese Box kommt hier runter für die nächste Gruppe. Und dann geht es hier weiter. Und wie gesagt, diese Wegmarke, die haben wir selbst noch nicht benannt. Da wissen wir selbst noch nicht genau, was da jetzt in dieser Linie genau passiert. Deswegen haben wir der noch keinen richtigen Titel geben können. Deswegen können wir die erstmal jetzt auslassen. Aber die muss da sein, basierend auf den ganzen vorherigen Linien. Und was wäre die Parallele jetzt hier zu 2014 in der Linie der SDA? Das haben wir uns in den Vorträgen über die zwei Tempelreinigungen angeschaut. Womit hat nochmal Ellen White die beiden Tempelreinigungen parallel gesetzt? Das war ja hier die erste Tempelreinigung und hier die zweite Tempelreinigung. Und sie hat das parallel gesetzt mit zwei Dingen am Ende der Welt. Wer weiß das noch?
Es sind diese zwei Aufrufe. Genau, die zwei Aufrufe, ne? Und die zwei Aufrufe waren Offenbarung 18, Vers 1 bis 3, war der erste Aufruf, und Offenbarung 18, 4 und 5, der zweite Aufruf. Und worauf hat nochmal Offenbarung 18, 1 bis 3 hingewiesen? Also sagt der Babylon ist gefallen, gefallen, richtig? Und wann ist die perfekte Erfüllung von Babylon ist gefallen, gefallen? Genau, Sonntagsgesetz, ne? Also die Parallele war hier das Sonntagsgesetz. Und dann hatten wir hier am Ende ist ja immer dieses Gericht. Deswegen am Ende des Sonntagsgesetztestes ist dann diese finale Untersuchung. Da werden wir auch noch in einem zukünftigen Studium mal drauf zu sprechen kommen. Ja, diese finale Untersuchung, dass wir sie etablieren, dass wir sie aufzeigen, was das eigentlich genau ist. Jetzt setzen wir das erstmal jetzt hin. Das ist das letztendlich dieses Vollstreckungsgericht, okay? Einfach ein Titel für die Vollstreckung des Gerichtes. Vollstreckungsgericht. Okay, gut. Und es ist dann hier folglich eine geschlossene Tür. Ja, für die STA. Okay, also hier ist dann die geschlossene Tür für die ganzen Adventisten. So. Und vielleicht jetzt mal so ganz so eine kleine Art, so eine Art Pop-Quiz für euch, okay. Einfach mal zu testen, wie gut ihr aufgepasst habt und wie sehr ihr das nachstudiert habt. Was ist die nächste Linie, die ich jetzt hier noch drunter zeichnen könnte? Wie viele Gruppen gibt's? Die Welt noch. Genau, die Welt noch, ne? Und ne, kannst du mir auch sagen, aus welcher vergangenen Geschichte kann man das gut sehen, dass es diese drei Gruppen gibt? Weil es gibt ja nichts Neues am Ende der Welt, richtig? Ja. Also aus Jesu-Linie finde ich, also kann man ja sehen, dass Jesus die Jünger gelernt hat und dann haben die Botschaft noch zu den Jungen gebracht und dann ist es in die ganze Welt gegangen. Richtig, genau. Ne? Also in der Zeit von Jesu hat er erstmal seine Jünger ausgebildet. Das war wie eine Art Bewegung innerhalb der Juden, innerhalb des Volkes Gottes. Danach hat er die geschickt zu dem Rest des Volkes Gottes, zu dem Rest der Juden. Und nachdem sie dann letztendlich ihre Tür zugemacht haben, ging das Evangelium dann an die Welt, an die Weltmenschen. Ja, und die Israeliten von damals schatten ja die Adventisten hier am Ende der Welt voraus. Deswegen auch hier benutzt Gott wieder eine Bewegung innerhalb des Adventismus. Dann sendet er diese Bewegung, ja, diejenigen, die dann ausgebildet worden sind von ihm, schickt dann den Rest des Volkes Gottes, den Rest des Adventismus. Und wenn sie ihre Tür zugemacht haben, dann schickt er die, die noch übrig geblieben sind, dann an die Welt. So. Deswegen ist es an sich immer dasselbe Muster. Und Gott geht einfach immer gleich vor. Okay? Und jede Gruppe läuft durch letztendlich dieselben Parallelen durch. Also hier wissen wir auch, ist das hier auch dieser Mitternachtsruf. Okay? Warum gibt es hier auch noch einen Mitternachtsruf? Wenn wir hier einen Mitternachtsruf haben, warum gibt es hier noch einen Mitternachtsruf? Wer kann mir das erklären? Was ist der Unterschied zwischen dem Mitternachtsruf und dem Mitternachtsruf? Genau. Und warum haben wir denn hier einen Mitternachtsruf, also in der Bewegung, und warum haben wir einen Mitternachtsruf hier in der STA? Wo finden wir denn den Mitternachtsruf erwähnt in der Bibel?
Gleichnis der erzählten Jungfrau. Ganz genau, im Gleichnis der erzählten Jungfrau, richtig? Und wir haben ja gesehen, ja, dass letztendlich ja, das Gleichnis der erzählten Jungfrau hier ist schon mal erfüllt geworden, richtig, in der Zeit der Milleriten. Und es muss sich aber nochmal hier erfüllen am Ende der Welt, richtig? Wir haben das gelesen. Das Enwald sagt, es hat sich erfüllt und es wird sich nochmal auf dem Buchstaben genau in unserer Zeit erfüllen. Und jede Gruppe geht letztendlich vom Prinzip her durch dieses Gleichnis. Okay, deswegen, wenn wir hier sehen, ja, für uns in der Bewegung, war es am 11. September, wo die Jungfrauen losgegangen sind. Ja, und damals, auch wenn es natürlich im kleinen Maße nur war im Vergleich zu der Gesamtheit des Adventismus, ja, sind am 11. September sehr viele Leute in die Bewegung gekommen. Okay, also das war sozusagen dann, wo viele, viele sich der Bewegung angeschlossen haben. Und dann sind die Jungfrauen losgegangen. 2014 gab es dann hier die erste Tempelreinigung in der Bewegung, genau wie hier in der Millerzeit oder hier in der Zeit von Jesu. Und hier sind dann auch die Jungfrauen eingeschlafen. Denn was fing hier nochmal in der Zeit von Miller an? Welche Zeit fing dort an? Welche Zeitspanne? Warum sind die Jungfrauen eingeschlafen? Die zweite Engelsbote. Ja, okay, richtig, aber... Okay, gehen wir nochmal zur Bibel. Gehen wir zu Matthäus 25. Matthäus 25, und das ist ja dann das Gleichnis der Jungfrauen hier in den ersten Versen. Und lesen wir mal Vers 5. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also warum schliefen die Jungfrauen ein? Verzögerungszeit. Genau, wegen der Verzögerungszeit. Ne? Also hier gab es die Verzögerungszeit. Ja, wo der Bräutigam sich scheinbar verzögert hat. Also sie dachten, wo der Bräutigam hier, ja, der Bräutigam kommt ja hier, haben wir gesehen. Und sie dachten erstmal schon, er würde hier kommen, aber er kam nicht, sondern er kam erst hier. Und deswegen gab es diese Verzögerungszeit, wo der Bräutigam ausblieb und die Jungfrauen sind deswegen eingeschlafen. Und das Interessante ist, ja, ich glaube alle, die jetzt hier, okay, Thomas war da. Ja, aber sonst alle sind 2014 hier, die jetzt da seid. Ihr wart damals noch nicht in der Bewegung, soweit ich weiß. Ja. Und, aber wärt ihr damals da gewesen, 2014, dann hättet ihr mitbekommen, wie genau hier Gott uns diese Verzögerungszeit aufgetan hat und erklärt hat. Ja, und wir haben dann auch erkannt, dass wir ebenso in dieser Verzögerungszeit angekommen sind. Also das war die exakte Parallele. Dass wir das dann. Verstanden haben. Und das Interessante ist, ja, damals 2014, als Gott uns dann angefangen hat, die Verzögerungszeit aufzutun und zu erklären und so weiter und uns zu verstehen gegeben hat, dass wir auch in der Verzögerungszeit sind, damals hatten wir noch gar nicht verstanden, dass 2014 eine Wegmarke ist und dass die Jungfrauen jetzt hier einschlafen und so weiter. Das haben wir noch gar nicht richtig verstanden. Wir haben nur jetzt erkannt, aha, jetzt. Jetzt gibt es diese Erschütterung, ja, diese erste Tempelreinigung, diese Parallele zum 19. April haben wir schon gezogen, aber wir haben noch 2014 nicht als Wegmarke erkannt. Ja, wir haben halt auch verstanden, na, es gibt diese Verzögerungszeit. Und jetzt im Nachhinein, ja, das war dann erst ein paar Jahre später, so 2016, 2017 herum, haben wir dann 2014 als Wegmarke erkannt. Und dann haben wir erkannt, boah, das war eine perfekte Parallele. Ja, das hat unseren Glauben auch nochmal richtig gestärkt, dass wir dann unsere vergangene Erfahrung einfach mal verstanden haben, warum genau das passiert ist 2014, was da eigentlich passiert ist vor unseren Augen.
Ja, weil es einfach diese perfekte Parallele ist zu den vergangenen Reformlinien. Es musste hier eine Tempelreinigung geben und die Verzögerungszeit war hier markiert. Deswegen war es kein Zufall, dass Gott uns ausgerechnet da dann die Verzögerungszeit auf einmal aufgetan hat. Und die Jungfrauen sind eingeschlafen. Aber hier im Mitternachtsruf werden die Jungfrauen wieder aufwachen. Und das ist aber auch für uns noch zukünftig. Also Jungfrauen wachen auf. Ja, wir sind noch nicht am Mitternachtsruf angekommen. Ja, wir sind ja kurz davor. Ja, wir sind sozusagen an Mitternacht. Und das werden wir uns auch noch in Zukunft anschauen, okay, was das bedeutet. Okay, also wir stehen sozusagen, ich mache jetzt einfach mal hier so ein Sternchen hin. Wir stehen hier momentan ungefähr hier. Ja? Wir sind noch nicht am Mitternachtsruf. Also in dem Sinne sind wir immer noch in dieser Darstellung am Schlafen. Aber wir sind dabei, aufzuwachen. Okay. Und dann gibt es hier noch das zivile Sonntagsgesetz, was diese Parallele ist, hier zu diesen Wegmarken, zu diesem Gericht. Und das ist dann auch, wo der Bräutigam für diese Bewegung kommen wird. Und wir verstehen ja, Jesus wird hier nicht buchstäblich kommen, sondern das ist ja dann hier für das Ende der Welt vorbestimmt. Ja? Wenn wir uns jetzt nochmal die Welt anschauen, das ist ja diese letzte Gruppe hier. Ja, alle müssen immer durch diese sieben Wegmarken gehen, ja? Jede Bewegung oder jede Gruppe. Ja, und was sind nochmal die sieben Wegmarken? Wie? Ereignisse. Sind Ereignisse, genau. Aber Donner. Genau, die sieben Donner, richtig? Also es sind die sieben Donner, durch die man hindurchgehen muss, bis man dann letztendlich zum Gericht kommt. Deswegen, was lehrt uns das folglich? Also ja, am Gericht ist es ja dann alles sozusagen zu Ende, stimmt's? Also was sind folglich die sieben Donner dann? Also was stellen sie dar? Ja, sieben Ereignisse, aber letztendlich, wenn du durch die sieben Donner hindurchgehst und am Ende dann gerichtet wirst, was sind denn folglich in diesem Kontext die sieben Donner? Sag nochmal, ich habe dich nicht verstehen können. Die sieben Prüfungen. Ja, richtig, okay. Ja, an jeder Wegmarke wirst du geprüft, ob du weitergehst oder nicht, das stimmt. Aber ja, am Ende, was haben wir schon gesehen? Der wievielte Schritt ist hier das Gericht? Gehen wir doch mal zu Johannes 16. Dann gehen wir zu Johannes 16. Und lesen wir Vers 8. Spricht er über den Heiligen Geist ja hier. Und da steht: Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Drei Schritte hier, richtig? Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Also das Gericht ist ja laut dem Bibelvers hier der dritte Schritt. So. Und das Gericht ist ja dann der Abschluss. Deswegen hier hast du eine geschlossene Tür. Ja, da kannst du entweder, wenn du das Gericht bestehst, kannst du weitergehen. Wenn du das Gericht nicht bestehst, dann kannst du nicht mehr weitergehen. So. Deswegen, was sind folglich die Schritte, die ersten zwei Schritte, die dich dann zum dritten Schritt führen? Was stellen sie dar? Vorbereitung. Okay. Also in dem Sinne, was möchte Gott denn im Gericht tun? Möchte er dich verdammen oder was möchte er machen? Er möchte uns retten, richtig? Steht ja in der Bibel, ja, dass Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Deswegen, ja, diese ersten zwei Schritte, die dich zum dritten Schritt führen, ist Gottes Versuch, dich zu retten, richtig? Damit er dich im Gericht dann gerecht sprechen kann. Er möchte dich nicht verdammen, er möchte dich ja retten. Nur wenn du hier in den ersten zwei Schritten die Möglichkeiten auslässt, dann bleibt Gott keine andere Wahl mehr als dich zu verdammen, weil du dich selbst verdammt hast. Ja, du hast die Wahl getroffen.
Gott wollte dich retten, du wolltest aber nicht gerettet werden. So, deswegen, die sieben Donner ist also Gottes Versuch, dich zu retten und am Ende dann gerecht zu sprechen. Und was ist es, was uns rettet? Gehen wir mal zu Römer Kapitel 1. Römer 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16 sagt uns: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also was errettet uns, liebe Geschwister? Das Evangelium, ganz genau. Okay? Deswegen, die sieben Donner sind letztendlich eine Darstellung des Evangeliums. Ja, wie der Herr dich durchs Evangelium führt, durch die erste, zweite und dann letztendlich zur dritten Engelsbotschaft, sodass du dann gerechtfertigt werden kannst am Ende, dass du gerettet werden kannst, ja, im Gericht. Okay, und jeder muss durchs Evangelium hindurchgehen, um letztendlich gerettet zu werden. Jeder muss durch die sieben Donner hindurchgehen. Und was ist die Zahl 7 in der Bibel? Was stellt sie dar? Vollkommenheit. Genau, Vollkommenheit. Das ist das perfekte Werk Gottes. Okay, deswegen, das ist Gottes Werk, wie er dich zur Vollkommenheit bringen möchte. Ja, denn im Gericht musst du vollkommen sein, richtig? Da musst du alles, ja, was zumindest nach deiner Erkenntnis her, die du gehabt hast oder hättest haben können, nach dieser Erkenntnis musst du im Gericht dann vollkommen sein. Okay, deswegen ist es also Gottes Weg, ja, wie er dich letztendlich zur Vollkommenheit bringen möchte, sodass du dann im Gericht bestehen kannst. Und sind sieben Donner, gehen wir jetzt mal zu Johannes Kapitel 12. Johannes 12. Johannes 12, da bin ich gleich da. Und lesen wir Vers 28 bis Vers 29. Das ist jetzt gerade, wo Jesus durch die Tore Jerusalems kam, nach dem triumphalen Einzug. Und dann steht hier: Vater, sagt er, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Okay, also Gottes Stimme ist wie, was, nach diesem Vers? Donner. Wie Donner, richtig. Ja. Deswegen, wenn wir sieben Donner haben, haben wir also siebenmal Gottes Stimme, die spricht, richtig? Gehen wir mal zu Psalm, müsste entweder 33 oder 34 sein, eins von beiden. Ich glaube, das ist 33 eher. Genau, Psalm 33. Und lesen wir dann Vers 9. Also wenn Gott spricht, dann donnert es. Und in Vers 9 steht dann: Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Also wenn Gott spricht, was passiert dann? Was nach diesem Vers? Dann geschieht es. Dann geschieht es, ganz genau. Okay. So. Deswegen, es sind sieben Ereignisse, richtig, sagt Ellen White. Deswegen, Gott spricht in seinem Wort und die Ereignisse finden statt in ihrer Reihenfolge, so wie Gott es in seinem Wort vorgegeben hat. Also siebenmal spricht Gott und siebenmal geschieht es. Ja, genauso wie Gott es in seinem Wort ja vorher gesagt hat, so tritt es dann ein. Ja, deswegen, alles, was hier auf Erden passiert, steht in Gottes Wort. Ja, er spricht und es geschieht.
Okay, und er hat hier sieben prophetische Ereignisse, in der Millerzeit zum Beispiel, hat er sieben prophetische Ereignisse festgehalten, ja, wo er gesprochen hat in seinem Wort und es ist geschehen. So, und jetzt gehen wir zu Epheser Kapitel 5. Epheser 5. Und lesen wir dann mal Vers 25 bis Vers 27. Epheser 5, Vers 25 bis 27, da steht: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Okay. Also das Wort wird hier als Wasserbad beschrieben. Und was soll das Wort, dieses Wasserbad, mit uns tun? Reinigen. Soll uns reinigen, richtig? So, deswegen siebenmal spricht Gott, siebenmal lässt er sein Wort erscheinen. Und wir werden also folglich siebenmal gereinigt. Ja, wenn du also durch alle sieben Donner hindurch gehst, wirst du siebenmal gereinigt. Und was war nochmal die Zahl sieben? Vollkommenheit. Deswegen, wie bist du dann gereinigt am Ende? Vollkommen. Vollkommen gereinigt. Okay. Und wenn du vollkommen gereinigt bist, dann kannst du auch im Gericht bestehen. Okay. Deswegen, der Herr bringt das Gericht also erst deswegen in dieser Darstellung erst ganz am Ende. Er bringt dich erstmal durch die vollkommene Reinigung, einen Schritt nach dem anderen. Wenn du jeden dieser Tests bestehst, dann kannst du am Ende, ja, wenn der Bräutigam kommt, im Gericht bestehen. Und das ist letztendlich, was der Herr tun möchte. Er möchte uns also retten. Ja, und er bringt uns also durch die sieben Donner. Und jedes dieser Ereignisse ist jeweils ein Test. Ja, immer, zum Beispiel 1989. Ja, da musstest du dann schauen. Ja, Daniel 11, Vers 40 studierst du dann und dann wirst du getestet. Glaubst du das? Ja, dass das jetzt eine Erfüllung von Prophetie ist oder nicht? Und wenn du das geglaubt hast, dann hättest du hier ein Erkenntnis von Zuwachs, ein Erkenntniszuwachs bekommen, denn wir wissen ja, zur Zeit des Endes, stimmt, es gibt immer diese Zunahme an Erkenntnis. Das ist Daniel 12, Vers 4. Und dann hättest du weitergehen können. Wenn du aber gesagt hättest, nee, das stimmt nicht und das bedeutet irgendwas anderes und so weiter und so fort, dann hättest du gar nicht verstanden, dass hier eigentlich der Anfang einer Reformbewegung ist. Hättest du 1989 das miterlebt, Fall der Berliner Mauer und all diese Dinge, hättest du dir dabei nichts Großartiges gedacht. Okay. Hättest du überhaupt gar nicht verstanden, was Gott damit eigentlich zeigen wollte und dass er gerade hier eine Reform innerhalb des Adventismus anfangen wollte. Okay. Dann die nächste Wegmarke. Jeff, ja, ist aufgerichtet worden. Er hat jetzt angefangen, diese Erkenntnis zu formulieren, nicht nur über 1989, sondern auch über Daniel 11, Vers 40 bis 45 und wie sich die Geschichte wiederholt und all solche Sachen. Ja. Zeit des Endes Magazins hat er dann veröffentlicht. War ein Test. Ja. Deswegen hat das letztendlich an fast alle adventistischen Einrichtungen an die Leiterschaft geschickt, damals dieses Magazin. Ja. Und leider haben natürlich dann fast alle das abgelehnt. Ja. Bis auf ein paar in Südkorea. Die haben das erstmal angenommen und sind eine Zeit lang mitgegangen. Okay, die haben das gesehen, dass das stimmt. Aber nachher hatten die dann auch Druck bekommen von der, ja, von der offiziellen Gemeinde. Und dann haben die Leiter dort in Südkorea das auch angefangen dann zu verwerfen. So. Also, ja, hier war es also ein Test. Auch, nimmt man diesen Erkenntniszuwachs das jetzt an, was dann Jeff hier formuliert hat, oder nicht? Wenn ja, dann kann man weitergehen. 11. September, war wieder ein Test. Sieht man, dass das eine Erfüllung von Prophetie war, oder sagt man, nee, das war alles nur irgendwie Zufall und hat nichts Prophetisches zu tun, das weiß ich noch, das habe ich damals dann, als ich Adventist wurde, 10 Jahre später, habe ich dann das gelesen in einem adventistischen Magazin über den 11. September und die gesagt, nein, steht nirgendwo in der Bibel irgendwas, noch Ellen White hat darüber nicht geschrieben und so weiter und so fort. Ja. Sie haben das
alle nicht verstanden oder wollten es nicht verstehen, was hier am 11. September passiert ist. Ja, deswegen sind sie in der Finsternis zurückgelassen worden. Ja, aber wie gesagt, die meisten wird Gott nochmal rufen, aber sie konnten dieses Licht nicht erhalten. Und du konntest letztendlich auch das Licht nur wirklich hier verstehen, wenn du auch das hier und das hier empfangen hast, dann war das auf einmal logisch, dass das hier auch richtig ist. Okay. Nächster Test war 2007, da haben wir ja studiert. Das sind die prophetischen Karten gewesen, ja, die dann wieder zurückgekommen sind. Und da musste man dann jetzt entscheiden, glaubt man diese Karten? Die 2520 zum Beispiel. Ja, viele Leute haben sich an der 2520 gestoßen, die gesagt haben, ja, das ist keine Prophetie und so weiter und so fort. Ja, und auch die anderen Wahrheiten, die auf diesen Karten stehen. Das war ein Test. Und die Adventgemeinden haben angefangen, die Türen zu schließen, wie wir studiert haben. Ja, sie haben dann angefangen, die Botschaft hier als die 2520-Bewegung zu titulieren und alle, die irgendwie damit zu tun haben, abzuschneiden und womöglich dann auch noch auszuschließen. Und das ist auch unter anderem, was mit mir dann passiert ist. Ja, ich bin erst 2015 ausgeschlossen worden. Ja, 2015 war das, ja genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das fing hier mit 2007 an. Da fing diese ganze sozusagen Welle der Gegenbewegung oder dieser Gegenwehr gegen diese Botschaft an in den Gemeinden. Und Leute fingen hier auch schon an, ausgeschlossen zu werden. 2014 war der nächste Test. Das war dann folgend ein Test innerhalb dieser Bewegung. Ja, das war eine Tempelreinigung innerhalb der Bewegung. In dem Sinne, glaubst du jetzt dem Licht, ja, was Gott hier aufgetan hat, dass wir in der Verzögerungszeit angekommen sind. Dass wir jetzt hier erstmal keine öffentliche Evangelisation machen sollen, sondern erst ein internes Werk machen sollen. Und all diese Dinge, ja, das waren dann hier, das war dann ein Test, wo der Großteil der Bewegung gesagt hat, das wollen wir nicht. Und die sind weggegangen. Ja, und es war noch ein kleiner Überrest übrig, der ist dann wieder weiter vorwärts gegangen. Und der Mitternachtsruf hier, der liegt noch vor uns, das wird auch ein Test werden. Okay, da werden wir den Charakter anfangen zu manifestieren, den wir vorher vorbereitet haben. Und das zivile Sonntagsgesetz wird natürlich auch ein Test sein. Und letztendlich, ja, was dann hier diese genauen Tests sein werden an dieser und jener Wegmarke, das können wir jetzt noch nicht genau abschätzen. Ja, wir wissen aber auf jeden Fall, dass sie auch Prüfungen werden, sein werden, genau wie die Wegmarken davor Prüfungen waren. Und wenn du aber durch alle Prüfungen hindurchgehst und erfolgreich hindurchgehst, dann kannst du sicher sein, dass Gott treu ist, dass er dich dann dadurch vollkommen reinigt, sodass du dann hier an diesem Gericht, am zivilen Sonntagsgesetz bestehen kannst und dann vorwärts gehen kannst. Okay? Das zivile Sonntagsgesetz ist ja dann hier in der Linie. Und du bist dann jetzt derjenige, der dann letztendlich ein Lehrer sein wird für die restlichen Adventisten. Denn die Parallele ist hier die Taufe von Christus. Und Jesus ist hier getauft worden mit dem Heiligen Geist. Und er hat angefangen, ja, jetzt ein Lehrer sein zu können, weil er jetzt befähigt worden ist. Er ist gesandt worden. Ja, genauso werden hier wir befähigt sein und wir werden gesandt werden, um letztendlich dem Rest der Adventgemeinde die Botschaft zu bringen. Okay, und die Adventgemeinde natürlich, die ist jetzt seit 2014 auch in einer Art und Weise in einem Test. Ja, es werden jetzt hier momentan viele Adventisten geprüft werden oder sind schon geprüft, ob sie diesen Erkenntniszuwachs jetzt hier annehmen, den Gott ihnen hier seit 2014 geben möchte. Und der Erkenntniszuwachs, den Gott der Adventgemeinde geben möchte, ist letztendlich das Licht, was Gott hier der Bewegung seit 2014 gegeben hat. Okay? Deswegen, es gibt viele Adventisten, die wir noch gar nicht kennen, die schon unsere Vorträge schauen im Geheimen und die nehmen Anteil an diesem Erkenntniszuwachs. Okay? Und die sind aber noch ganz am Anfang ihres Testes, hier sozusagen wie bei uns 1989 der Anfang der Bewegung war, so sind sie hier seit 2014 in ihrem Anfang der Bewegung, ja, in ihrer Linie, in ihren sieben Donnern. Das ist der erste Donner, an dem sie jetzt hier geprüft werden. Aber wenn wir hier zum Mitternachtsruf kommen, dann wird es für sie schon der zweite Donner werden. Ja, da wird dann für sie die Botschaft formuliert werden, dass es dann diejenigen von uns, die hier den Mitternachtsruf geben, werden diejenigen sein,
die hier sozusagen die gleiche Rolle erfüllen werden wie Jeff hier 1996 für die Bewegung erfüllt hat. Okay, oder wie Miller für die Milleriten erfüllt hat. Oder wie Johannes der Täufer für die Juden in der Zeit Jesu erfüllt hat. Ja. Deswegen hier diejenigen von uns, die hier diesen Donner bestehen, den sechsten Donner in unserer Linie, ja, werden gleichzeitig diejenigen sein, die die Botschaft geben, die dann der zweite Donner für die Adventisten sein wird und sie dann testen wird. Okay? Also, und dann geht die Gemeinde vorwärts zum zivilen Sonntagsgesetz, das wird der dritte Donner sein und das wird dann auch gleichzeitig der siebte Donner für die Bewegung sein. Und diejenigen, die hier treu sind, die kriegen ja dann hier den Heiligen Geist, die Taufe und werden dann hier die Adventgemeinde in großer Kraft lehren können. Die werden dann hier ihren nächsten Test haben, Sonntagsgesetz, nächsten Test, ihren Mitternachtsruf und dann ihr Gericht hier. Okay? Aber wir müssen verstehen, die wir hier in der Bewegung sind, selbst wenn wir hier durch diese sieben Donner hindurchgegangen sind, ja, das ist alles nur ein Typos, das ist noch nicht das perfekte Werk. Ja, deswegen, Gott hat uns dann hier, wenn wir zum zivilen Sonntagsgesetz kommen, hat uns vollkommen gereinigt, gemäß all dem Licht, was er hier hat scheinen lassen. Aber jeder von uns, ja, muss dann auch noch durch die Sonntagsgesetzkrise hindurchgehen. Und das ist auch nochmal ein Test. Deswegen, wir müssen letztendlich, wir werden hier getestet und wir werden auch in dieser Linie getestet. Okay? Deswegen, das ist letztendlich ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, dass unsere Linie hier nur ein Typus ist. Ja, es ist noch nicht das perfekte Werk. Denn wir haben uns hier angeschaut, warum muss Gott überhaupt diese Bewegung hier entstehen lassen? Was war nochmal der Sinn und Zweck dahinter? Warum muss Gott das nochmal gemacht haben? Ja, warum kann er nicht sofort diese Linie beginnen? Warum braucht er diese Linie hier nochmal? Was war nochmal der Hintergrund deswegen? Ganz genau. Ja. Weil wir haben gesehen, ja, um die dritte Engelsbotschaft zu verkündigen, ja, die ja an sich 22. Oktober 1844 begann der Dienst oder der Test der dritten Engelsbotschaft. Ja, an sich sind wir unter der dritten Engelsbotschaft, aber Ellenweit sagt, du kannst die dritte nur geben, wenn du auch die erste und zweite hast. Und die erste und zweite und die dritte sind alles Erfahrungen. Ja, deswegen, nur die Milleriten haben damals eine Erfahrung unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft gemacht, aber die sind mittlerweile alle tot. Und Ellenweit sagt ja, wenn du keine Erfahrung hast in der ersten und zweiten, um sie zu erhalten, musst du zu Leuten gehen, die eine Erfahrung gemacht haben in der ersten und zweiten. Gibt es leider heute nicht mehr. Deswegen schickt Gott uns nochmal vom Prinzip her durch die erste und zweite Engelsbotschaft, sodass er dann hier ein Volk hat, das durch die erste und zweite Engelsbotschaft gegangen ist, das jetzt die dritte verkündigen kann. Ja. Und das werden wir dann auch hier tun. Und ja, die Adventisten, die kommen jetzt und können jetzt, sie gehen auch durch die erste und zweite Engelsbotschaft in ihrer Zeit, aber bei ihnen ist es anders, weil sie gehen unter der dritten Engelsbotschaft durch die erste und zweite. Deswegen, das, was wir verstehen müssen, dass letztendlich unter der dritten sich die erste und zweite nochmal perfekt erfüllen. Und wir müssen dann aber auch letztendlich durch diese perfekte Erfüllung hindurchgehen, damit wir auch diese perfekte Erfahrung haben, diese perfekte Werk der Reinigung. Okay? Deswegen, für uns ist das hier nur ein Typos und wir müssen auch nochmal durch diese Zeit hindurchgehen, sodass wir dann am Ende tatsächlich das Siegel erhalten. Und wenn wir das jetzt hier wieder übertragen und auf die Welt setzen, ja, dann haben wir das Sonntagsgesetz hier als die Zeit des Endes. Und Ellenweit sagt ja, das Sonntagsgesetz ist die Zeit des Endes. Dieser Mitternachtsruf wäre dann hier. Ja, man kann das sogar in dem Sinne vielleicht besser titulieren. Das hier ist der Mitternachtsruf für die Bewegung. Ich mache mal B dahin. Ja. Das ist dann der Mitternachtsruf für die STA. Okay, mache ich hier dann auch hier runter. Das ist vielleicht ein bisschen klarer differenziert. Das ist dann die finale Untersuchung. Das ist das Ende der Gnadenzeit für die Adventisten. Ja, finale Untersuchung. Die Wegmarke, wie gesagt, die haben wir noch nicht genau verstanden, was da jetzt hier in diesen beiden Linien da passieren wird. Deswegen haben wir da noch keinen Titel für.
Aber wir wissen, jetzt, am Ende der ersten Phase des Sonntagsgesetzes gibt es die kleine Zeit des Friedens, das wäre ja das hier. Und dann gibt es hier diese zweite Phase des Sonntagsgesetzes. Und das ist dann der Test für die Welt. Also das ist der Sonntagsgesetztest für die SDA plus all diejenigen, die in der Bewegung sind. Also wenn du hier in der Bewegung bist, dann wirst du ja auch letztendlich übergehen in die Linie der SDA und wirst dann mitmachen an diesem Test. Deswegen, das ist auch dein Sonntagsgesetztest im perfekten Sinne. 2014 ist nur ein Typus der Sonntagsgesetztest für die Bewegung. Es gibt ja kein Sonntagsgesetz hier, richtig? Es ist nur vorausgeschattet. Es ist nur ein Typus hier. Ja, dieselben Prinzipien in kleinem Maße erfüllen sich hier in dieser Zeit, sodass wir schon mal ein Verständnis haben, wie es dann im Sonntagsgesetz im vollen Maße passieren wird. Ja? Aber wir müssen noch durch diesen perfekten Sonntagsgesetztest hindurchgehen. Deswegen, das ist das Sonntagsgesetz für die SDA. Und das ist dann das Sonntagsgesetz für die Welt. Und dann auch der Mitternachtsruf für die Welt und die finale Untersuchung oder das Ende der Gnadenzeit für die gesamte Menschheit. Ja, denn nach der Welt gibt es ja keine weitere Gruppe, die noch irgendwie getestet wird, sondern es ist das Ende der Gnadenzeit für die gesamte Menschheit und dann gibt es natürlich auch eine geschlossene Tür hier. Dann ist die Gnadentür vollständig zu für alle. Und dann kommt der Bräutigam tatsächlich auch wieder. Ja, die sieben letzten Plagen fangen an zu fallen und Jesus macht sich ja schon auf den Weg zu kommen. Okay, ja, deswegen sehen wir hier, ja, wie die Linien überlappend sind und wie sie sich ergänzen und wie Gott jeweils eine Gruppe vorbereitet, um die nächste Gruppe zu erreichen und dann mit der nächsten Gruppe, wenn er sie komplett durchgeführt hat, benutzt er sie, um die wiederum nächste Gruppe zu erreichen. Bis dann letztendlich alle getestet worden sind, alle durch die sieben Donnern durchgegangen sind, alle durch die sieben Schritte des Evangeliums in dem Sinne durchgegangen sind, ja, oder sieben Wegmarken des Evangeliums, um das so auszudrücken, und deswegen eine vollkommene Reinigung erhalten haben. Und wie gesagt, hier die Taufe, schaltet dann, ist die Parallele hier zur finalen Untersuchung in der Hinblick, und das ist die perfekte Erfüllung davon. Ja, die perfekte Erfüllung, dass jetzt hier Gott sein Volk benutzen kann, und das wollte er seit jeher machen. Ja, wenn wir mal zu Matthäus Kapitel 5 gehen, ja, da zeigt uns Jesus nochmal ganz klar unseren Auftrag auf als Volk Gottes. Ja, warum wir überhaupt als Volk berufen sind. Matthäus 5, und dann lesen wir Vers 14 bis 16. Steht, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Gottes Ziel ist, dass wir zum Licht der Welt werden. Ja, also Gott hat also einen Plan, wie er letztendlich die ganze Welt erleuchten möchte mit seiner Herrlichkeit. Und das ist durch sein Volk. Ja, deswegen, wir müssen verstehen, wenn er sagt, zum Beispiel hier, Verzögerungszeit, keine öffentliche Evangelisation, dann müssen wir verstehen, das ist nur zum Mittel, zum Zweck. Ja, er möchte natürlich die Welt erreichen, er möchte natürlich die ganze Welt evangelisieren und gewinnen. Nur es muss auf seine Art und Weise passieren und nicht auf unsere eigene Art und Weise, nach unseren eigenen Plänen, dass wir einfach losziehen in eigener Kraft. Ja. Und deswegen gibt er immer wieder Verzögerungszeiten, wo er sagt, ihr müsst euch erstmal vorbereiten auf das Werk und dann kann ich euch losschicken. Aber natürlich ist es Gottes Ziel, die ganze Welt zu erreichen, alle Menschen zu retten. Das ist ja absolut richtig. Ja. Es muss nur gemäß seines Planes sein und gemäß seiner Zeit. Alles andere ist dann in eigener Kraft und wird letztendlich nur das Gegenteil bewirken von dem, was man eigentlich erhofft und was man erreichen möchte. Und das ist dann die perfekte Erfüllung, wo Gott jetzt hier sein Volk vollständig gereinigt hat. Er hat jetzt die SDA durch die sieben Donner gehen lassen. Sie sind jetzt hier gerichtet, versiegelt worden. Und jetzt kriegen sie hier die volle Ausgießung des Heiligen Geistes, genauso wie Jesus hier bei der Taufe. Und sie repräsentieren jetzt im wahrsten Sinne Jesus Christus.
Ja, sie sind jetzt so wie Jesus geworden. Ihre Sünden sind ausgetilgt. Sie sind voll mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn man sich das mal vorstellt, ja, ein Jesus, ja, wie Jesus einmal hier erfüllt war mit dem Heiligen Geist und dann vorwärts gegangen ist, was er schon alles ja, auf den Kopf gestellt hat. Ja, wie letztendlich Tausende und Abertausende Menschen zu ihm kamen. Und das war ja allein in Israel gewesen damals. Und wenn man sich das einmal vorstellt, jetzt wird hier nicht nur sozusagen eine Kopie von Jesus sein, sondern es werden jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele Adventisten es sein werden, die da letztendlich durchkommen und im Leben sind, aber nehmen wir jetzt einfach mal eine Zahl, sagen wir jetzt einfach mal 1000, okay? Stellt euch mal vor, ja, jetzt werden hier 1000 wahre Kopien von Jesus Christus auf einmal da sein, voll mit dem Heiligen Geist, in der ganzen Welt verteilt, ja, was das mit der Welt machen wird. Ja, die Welt wird auf den Kopf gestellt werden. Zig Millionen von Menschen werden sich bekehren, da könnt ihr euch absolut sicher sein. Deswegen, ja, das Werk, was Gott hier zum Abschluss tun wird, das wird gigantisch sein. Es wird gigantisch werden. Und es werden Millionen von Weltmenschen sich noch zur Wahrheit bekehren. Okay? Deswegen, aber es geht nur, indem wir Gottes Prinzipien und Gottes Wege befolgen, dann kann der Herr das tun. Ja, und jetzt, was weiß ich, jetzt bekehren sich, wie viele Taufen haben wir? 1, 2 Taufen, mal in einer lokalen Adventgemeinde pro Jahr. Und dann sind das meistens noch nicht mal das richtige Taufen, die Leute sind halb bekehrt. Ja, und auch dann gibt es vielleicht in, was weiß ich, in irgendwelchen afrikanischen oder südamerikanischen Ländern, da gibt es dann vielleicht mehr Taufen, aber ja, die werden dann geködert mit Geld. Ja, zum Beispiel, ich weiß noch, ich war in Indien vor kurzem und dann haben die mir erzählt, ja, die Adventisten, die kommen, die versprechen denen dann Geld und dass sie Schulen für sie bauen und das bauen und ihnen so und so viel Geld geben, wenn sie sich einfach nur taufen lassen. Okay? Und natürlich kommen dann die armen Leute dort, ja, und lassen sich taufen, haben aber überhaupt gar keine Ahnung, worauf sie sich taufen lassen. Und ja, dann steht dann, ja, guck mal, so und so viele hunderte Taufen in Indien und so viele hunderte Taufen in Brasilien und wo es sonst noch viele Taufen gibt heutzutage unter den Adventisten. Das sind alles, ich will nicht sagen alles, aber zum Großteil sind das falsche Taufen. Ja, sind mit falschen Mitteln geködert worden, nicht mit dem Evangelium. Sie verstehen gar nicht, was das Evangelium ist. Sie verstehen überhaupt gar nicht, was der Adventismus ist. Und werden einfach mit weltlichen Sachen geködert, um sich taufen zu lassen, damit das irgendwie groß herausposaunt werden kann, wie viele sich doch haben taufen lassen. Und deswegen ist auch unsere Gemeinde in so einem schlimmen Zustand, weil wir einfach nicht Gottes Wege beachten, ja, Gottes Plan beachten. Und Gottes Handeln mit den Menschen ist immer dasselbe und wir können sehen, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat und wie er vom Prinzip her das wunderbar auch in unserer Zeit wiederholen wird. Und dass er eine Gruppe benutzt, um die andere zu erreichen und diese Gruppe benutzt er dann wieder, um die nächste Gruppe zu erreichen. Und er möchte das immer in der Kraft des Heiligen Geistes tun, weil alles andere ist Menschenkraft. So, deswegen, ich hoffe, ja, dass wir das klarer jetzt sehen und verstehen. Und wie gesagt, dann, wenn hier dann zum Beispiel in unserer Zeit der Bräutigam kommt oder hier, dann auch für die Adventisten, ja, das ist ja dann noch nicht die perfekte Erfüllung, in dem Sinne, dass jetzt Jesus hier schon buchstäblich kommt, sondern er kommt ja erst hier buchstäblich, ganz am Ende der Gnadenzeit. Ja, dann gehen wir nochmal zu Hosea, Kapitel 6. Uns nochmal daran zu erinnern. Hosea 6. Und lesen wir dann Verse 1 bis 3. Okay, Hosea 6, 1 bis 3, da steht, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen und am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Also wieder hier 3 Tage, 3 Schritte, er bringt dich dann hier zum Ende, richtig? Zum 3.
Tag zum dritten Schritt. Und da wirst du wieder lebendig gemacht werden. Da wirst du gerichtet werden. Und wenn du treu bist, macht der Herr dich lebendig. Und wie hat er Adam und Eva lebendig gemacht? Indem er ihnen den Lebensodem eingehaucht hat. Ja, seinen Geist. Und genau das macht er auch hier, Vers 3. Da steht nämlich so, lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Okay, also hier sehen wir, er kommt dann und er kommt als der Spätregen. Ja, und das ist dann ja, wie gesagt, hier eine Parallele hierzu. Oder hier, wenn er dann kommt, wie der Spätregen. Parallele hierzu, je nachdem, welche Gruppe du anschaust. Und wir sehen, hier ist es ja dann die Taufe. Und hier kommt dann Jesus zu dir, wie der Spätregen. Ja, die Vollausgießung des Heiligen Geistes bei der Taufe. Und das ist dann, wie er zu dir kommt. Und er macht dich jetzt lebendig, wie wir gelesen haben. Und wenn du jetzt lebendig bist, dann kannst du wirklich ein lebendiges Zeugnis geben. Dann kannst du Christus richtig repräsentieren. Und dann kannst du in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen. Und hier dann können wir dann ganz viele Adventisten überzeugen von der Wahrheit. Und hier können wir als Adventisten dann ganz viele Weltmenschen überzeugen von der Wahrheit. Deswegen, Gott hat seine Pläne, er hat seine Zeiten und seine Wegmarken. Und wie Salomo schon gesagt hat, für jedes Werk unter dem Himmel hat eine feste Zeit. Ja. Und ich hoffe, dass ihr das gut sehen konntet, ja, die wiederholenden Muster. Eine Sache, ja, die zumindest diejenigen schon verstehen, die hier die Morgen- und Abendandachten zuschauen, das sind ja wie gesagt hier alles noch diese Grundlagen und so weiter, ja, sind die Fraktale. Okay, das sind Sachen, die letztendlich diejenigen verstehen können, die Andachten verfolgen. Deswegen sogar innerhalb hier dieser Zeit, wo es an sich eine Verzögerungszeit gibt, ja, und du noch warten sollst, bis du die Kraft aus der Höhe hier bekommst, gibt es sozusagen Zeiten in einem Fraktal. Also wenn du hier sozusagen reinzoomen würdest, wo es auch nochmal kleine Zeitspannen gibt, wo sozusagen du schon mal den Heiligen Geist bekommst im kleinen Maße und vorwärts gehen sollst, und sogar schon öffentliche Evangelisation tun sollst für eine gewisse Zeit und dann wieder aufhören sollst. Also das werden wir uns dann später anschauen. Ja, dann möchte ich jetzt nicht so kompliziert machen. Aber einfach nur, dass ihr das schon mal gehört habt, dass man sogar hier, könnte man jetzt hier reinzoomen in diese Box zum Beispiel, wo wir jetzt sind, 2014 bis zum Zivilen Sonntagsgesetz. Und da könnte man dann sogar sehen, wie sogar hier drin 7 Donner sind. Okay? Und diese 7 Donner in dieser Box sind dann vom Prinzip her genau dieselben 7 Donner wie auf der großen Linie. Okay, also wie diese 7 Donner, hast du dann, könnte man das jetzt hier nehmen, hier ausspannen und dann hier 7 Donner sozusagen auch zeigen, innerhalb dieser einen Box hier. Okay? Das sind sogenannte Fraktale, das sind einfach die wiederholenden Muster, einfach auf einer kleinen Ebene. Das heißt, die kleinere Ebene sieht genauso aus wie die größere Ebene. Es ist einfach nur sozusagen ein wiederholendes Muster von dem größeren. Aber das werden wir uns dann später anschauen. Ich will das nur schon mal erwähnt haben. Okay, also ich hoffe, dass das jetzt erstmal klar ist. Nächstes Mal werden wir uns vermutlich die zwei Geburten anschauen. Okay, hier in der Zeit von Jesus und was das auch für uns bedeutet. Wir werden uns auch noch anschauen, hier das mit den finalen Untersuchungen, mit den Gerichten, mit dem Untersuchungsgericht und dem Vollstreckungsgericht und solche Sachen. Und wir werden uns auch noch dann irgendwann zu den Fraktalen vorwagen. Okay? Da möchte ich aber erstmal schauen, was noch alles vorher in Platz gesetzt werden muss, bevor wir uns in die Fraktale begeben können, dass wir das alles richtig verstehen können. Wichtig ist, dass ihr das versteht, wie sich die Sachen immer wiederholen und auch hier das Gleichnis jetzt in Jungfrauen. Ja, Jungfrauen gehen hier los, dann in unserer Zeit 9-11, schlafen hier ein, wachen hier auf, Bräutigam kommt hier. Und für die nächste Gruppe wäre das einfach genau dasselbe. Jungfrauen gehen los, schlafen ein, wachen auf, Bräutigam kommt. Jungfrauen gehen los, schlafen ein, wachen auf, Bräutigam kommt. Ja, deswegen, jede dieser Gruppen muss durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen gehen. Das ist die Erfahrung, die der Herr uns geben möchte. Was dann beinhaltet, durch diese 7 Donner zu gehen oder durch die 3 Schritte des ewigen Evangeliums, sodass du am Ende dann gerichtet werden kannst. Okay, ich hoffe, dass das soweit dann
deutlich geworden ist nochmal. Hat jemand noch eine Frage? Dann haben wir jetzt noch eine Möglichkeit zu fragen. Und wie gesagt, es gibt keine dämlichen Fragen. Also, okay, es gibt vielleicht schon dämliche Fragen, sagt zumindest Ellen White, okay. Aber in dem Sinne, ihr stellt trotzdem die Fragen, selbst wenn sie sich dämlich anhören sollte. Okay, vielleicht ist es gar keine dämliche Frage. Und selbst wenn es eine dämliche Frage ist, dann ist es egal. Ja. Stellt einfach Fragen, wenn ihr Fragen habt. Es ist gut, die Fragen beantwortet zu bekommen. Und wie gesagt, vielleicht kann ich sie auch gar nicht beantworten, aber das ist ja dann auch egal. Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt die Frage. Okay. Also ich hätte vorhin eine Frage, also ja. Kann man, also woran kann man erkennen, zu welcher Gruppe man gehört? Okay. Also, ja, okay. Natürlich, man kann natürlich sozusagen letztendlich schauen, wann ist man zu dieser Botschaft oder wann ist man mit dieser Botschaft konfrontiert worden, richtig? Also in dem Sinne, wenn man hier davor konfrontiert worden ist, da gab es ja noch gar keinen Test für die SDA, richtig? Deswegen, wenn du hier vorher irgendwie reingekommen bist in die Botschaft, dann bist du in dem Sinne Teil von dieser Bewegung. Aber wenn du ab 2014 sozusagen jetzt mit der Botschaft konfrontiert worden bist, dann könnte es theoretisch ja sein, dass du auch hier Teil der SDA bist. Ja. Okay, und dann hängt das natürlich auch immer davon ab, inwiefern, ja, sag ich mal, du von Gott involviert worden bist. Okay, also wie viel Licht bekommst du, wie viele Möglichkeiten hast du bekommen, die Botschaft zu studieren und zu verstehen und solche Sachen. Ja. Und, aber letztendlich, endgültig kann nur Gott das wirklich beurteilen, ja, welcher Gruppe du jetzt angehörst, wenn du hier seit 2014 reingekommen bist. Aber du kannst eigentlich sicher sein, dass wenn du wirklich hier die Möglichkeiten hast und so weiter, das täglich zu verfolgen und so weiter, dann bist du eher hier drin als da drin, aber letztendlich endgültig kann Gott das nur entscheiden. Okay, und er wird das dann auch manifestieren. Aber du kannst sicher sein, dass wenn du hier wirklich die Möglichkeiten hast und die Botschaft auch gut schon verstehst und nachvollziehen kannst und so weiter und so fort, dann bist du Teil hiervon. Ja. Weil das ist dann letztendlich dieser finale Test für die Bewegung, wo hingegen die sind noch relativ am Anfang, die verstehen diese Dinge noch sehr schwerfällig und so weiter und so fort und sind auch noch nicht so überführt, dass das die gegenwärtige Wahrheit ist. Also, sie sehen das, ja, sie studieren das, wir verfolgen das, aber sie sind noch nicht ganz für sich klar, das ist die Botschaft, das ist die gegenwärtige Wahrheit. Okay. Für all diejenigen, für die das ganz klar ist, die diese Überführung bekommen haben, dass das die gegenwärtige Wahrheit ist, die sind hier drin. Ja. Weil letztendlich für die Gemeinde kommt hier im zivilen Sonntagsgesetz ja diese Überführung, ja, wie am 11. August 1840, da hatten sie keinen Vorwand mehr gehabt, zu sagen, dass die Verkündigung von Miller falsch ist. Ja, da hatten sie diesen unwiderlegbaren Beweis gehabt. Ja, 9-11 war das für uns hier eine Bewegung, deswegen jeder, der erkannt hat, dass 9-11 richtig ist, der das Licht herangetragen bekommen hat, das er gesehen hat, überführt worden ist davon und dann gesehen hat, ja, das stimmt, ja, dann bist du Teil dieser Bewegung. Okay. Aber für die Leute aus der SDA, die schauen das vielleicht so im Hintergrund und so weiter und so fort. Und die sind aber noch nicht so überführt, dass das hier die gegenwärtige Wahrheit ist. Ja. Und zwar sind sie ehrlich noch nicht so überführt. Ja, deswegen, es gibt natürlich auch Leute, die sozusagen das Licht bekommen haben und das nicht annehmen wollen und dann sagen, ja, ich bin noch nicht wirklich überführt. Aber sie sind wirklich überführt worden. Aber das ist dann letztendlich auch etwas, was nur Gott dann beurteilen kann. Aber der Punkt ist, dass wenn du wirklich überführt worden bist, ja, dass das hier Gottes gegenwärtige Wahrheit ist und du 9-11 klar für dich siehst, dass es stimmt und Gottes Wahrheit ist, ja, das Licht an dich herangetragen worden ist und du es angenommen hast,
dann bist du Teil dieser Bewegung hier. Und wie gesagt, diese Überführung, dass das hier die gegenwärtige Wahrheit ist, für die Gemeinde kommt hier ab dem zivilen Sonntagsgesetz, wo sie keine Ausrede mehr haben, das irgendwie zu sagen, dass es doch nur irgendwie eine andere Splittergruppe ist. Okay, sondern dass es wirklich Gottes Bewegung ist, kommt für die Gemeinde hier im zivilen Sonntagsgesetz. Also so würde ich das beantworten, woran man das unter anderem testen kann, basierend auf deiner persönlichen Erfahrung, inwiefern du Licht bekommen hast und inwiefern du hier diese Dinge für dich erkannt hast, dass es die gegenwärtige Wahrheit ist und inwiefern du dann ein Bekenntnis davon ablegen kannst, dass das die gegenwärtige Wahrheit ist. Okay, ich hoffe, dass dir das weitergeholfen hat, Nick. Und ist noch eine andere weitere Frage. Vielleicht für eine hätten wir noch Zeit, wenn noch irgendeine Frage besteht. Ja, also ich hätte noch eine Frage. Also, okay. Wenn man jetzt nach dem Licht gerichtet wird, dass man hat und hätte haben können, man stellt fest, vielleicht, okay, ich habe vernachlässigt das Bibelstudium oder das Beten, Beziehung, und man hängt jetzt sozusagen zurück. Und ja, wie soll man jetzt dann, sage ich mal, nach dem Licht sozusagen schon leben, was man hätte haben können, weil man hat es ja nicht. Ja. Also meinst du jetzt, wenn du halt eine Möglichkeit verpasst hast, dann hättest du ja das Licht haben können, was du da verpasst hast. Und ja. Okay, also das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja, dass wir gehen wir mal zu Joel Kapitel 2. Und in Joel Kapitel 1, da gibt es ja diese vier Heuschrecken, ja, die alles wegfressen. Und das ist natürlich damals buchstäblich gewesen, ist aber natürlich eine geistliche Anwendung über letztendlich Satans Aktivitäten, der alles letztendlich, dieses ganze Licht von dir wegfressen möchte, was Gott dir gegeben hat. Ja, die ganzen Segnungen, das Brot und den Wein, und das ist alles ein Symbol für Gottes Wort, für die Lehre, die er gibt, die Satan letztendlich wegfressen möchte. Und aber in Joel 2, Vers 25 sagt er uns: Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat, und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Also das ist eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Und die wird sich perfekt dann am Ende erfüllen, wenn er den Spätregen voll ausgießt. Ja. Aber hier sagt er letztendlich, dass er in der Lage ist, uns die Dinge zurückzuerstatten, die letztendlich Satan uns gestohlen hat. Ja, und du bist ja an sich, wenn du Möglichkeiten verpasst, ist ja, weil Satan dich versucht hat und du der Versuchung nachgegeben hast. Ja. Und dann kann Satan diese Dinge von dir wegstehlen, die Segnung dir klauen, die Gott dir eigentlich dann hätte gegeben haben. Und deswegen, ich glaube schon, dass wenn du wirklich dann zur Einsicht kommst und siehst, oh Gott, ich habe das verpasst, ich habe diese Segnung verpasst, dann, wenn du Buße tust und ernstlich bittest und flehst, dann ist Gott in der Lage, das, was du damals verpasst hast, dir in einer kürzeren Zeitspanne doch nochmal zu geben und dass du es doch noch erhalten kannst. Okay? Deswegen, es geht immer darum, letztendlich, dass wir Buße tun, wenn wir das erkannt haben, dass wir Möglichkeiten verpasst haben, und dann ernstlich darum bitten, dass Gott uns das in dem Sinne zurückerstattet, was Satan uns gestohlen hat. Und Gott ist in der Lage, uns in einem kurzen Zeitpunkt... Entschuldigung, sonst wäre das ja auch... Also, das ist eine gute Frage, danke, Nick. Weil es macht dann ja auch... also, was müsste man dann alles aufholen, ne? Und das kann dann ja entmutigen. Richtig. Wenn man so denkt, ich habe eine Woche verpasst oder gar noch länger oder so, ne? Und das wäre ja Dinge, also eine Zeit, die du gar nicht mehr irgendwie aufholen könntest. Und dann könntest du in die Versuchung kommen, glaube ich, sei es verloren. Richtig.
Das heißt, dann wäre jeder Mensch verloren. Ja? Denn jeder von uns hat Möglichkeiten verpasst. Ja. Aber Gott ist barmherzig. Er möchte nur, dass wir das einsehen, dass wir Buße tun und dann aber auch ernstlich darum bitten, dass wir das doch noch erhalten, was wir verpasst haben. Und Gott ist in der Lage, uns, wenn wir dann in diesem reumütigen Zustand zu ihm kommen, ist er in der Lage, das uns doch nochmal beizubringen in einer kürzeren Zeitspanne, wo er dann einfach noch mehr Segen auf einmal ausgießt, sodass wir es dann doch noch erhalten können. Und deswegen, ja, das wäre so momentan meine Antwort auf diese Frage. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass wenn du eine Möglichkeit verpasst hast, dass du deswegen automatisch verloren bist, wenn du Buße tust. Ja, wenn du Buße tust, dann ist Gott in der Lage, ja, letztendlich dir die Dinge wieder zu geben und auch ja, natürlich deine verpassten Möglichkeiten zu vergeben. Und, ja, und dann letztendlich dich zu dem Punkt zu bringen, dass du nach dem erkannten Licht vorwärts gehen kannst. Okay, gut. Dann, wenn jemand noch Fragen hat, dann würde ich sagen, jetzt sind wir schon über der Zeit. Dann bitte stellt das einfach in die Telegram-Gruppe. Und dann werde ich versuchen, ja, mit Gottes Hilfe dann das auch beantworten zu können. Alles klar, dann würde ich sagen, lasst uns mit einem Gebet abschließen und dann sehen wir uns, so Gott möchte, nächsten Sonntag wieder. Obwohl, nee, nächsten Sonntag haben wir das Online-Seminar. Deswegen wird es dann vermutlich erst in 2 Wochen wieder werden. Dann lasst uns mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir diese Sachen betrachten konnten. Wir möchten dir danken, dass du uns deinen Erlösungsplan immer deutlicher zu verstehen gibst, die verschiedenen Gruppen, wie du vorwärts gehst, wie du uns retten möchtest, wie du durch die 7 Donner uns hindurchführst, damit wir am Ende vollkommen gereinigt werden können und im Gericht bestehen können. Wir möchten dir danken, dass du uns bis hierhin gebracht hast und wir möchten dich lobpreisen, Herr, dass du einen perfekten Plan hast, wie du nicht nur die Adventgemeinde retten willst, sondern auch viele, viele Millionen von Weltmenschen. Und wir möchten dich bitten, Vater, dass du deinen Plan in uns erfüllen mögest, dass wir dir nur treu sind und deinen Plan befolgen, nicht unseren eigenen Wegen nachgehen. So segne uns jetzt bitte noch den restlichen Tag und die neue Woche und mögest du uns stärken durch die Rechte an deiner Gerechtigkeit und uns helfen, die Möglichkeiten zu nutzen, die du uns tagtäglich darreichst und die Lehren zu lernen, die du uns so gerne beibringen möchtest. Und so bitten und danken wir für all das. In Jesu Christi Namen. Amen. Okay, dann Gott segne euch. Gute neue Woche. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wahrscheinlich dann wieder. Alles klar, dann Gott segne euch. Ciao.